Hallo Marien, auch wenn wir uns zurzeit leider nicht persönlich sehen können, wollten wir uns trotzdem nicht die Chance entgehen lassen, um uns von dir zu verabschieden. Und zuallererst sei stolz auf dich. Du hast Unglaubliches erreicht. Du bist ein Idol, ein Vorbild für so viele Spielerinnen und du hast der ganzen Welt gezeigt, mit welcher Eleganz und Präzision du zuspringen kannst. Für mich wirst du immer Teil des DSC sein, besonders aber meiner persönlichen Zeit beim DSC. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung immer und du bist für mich ein großes Vorbild, nicht nur auf dem Feld, sondern besonders eben auf der menschlichen Ebene. I just loved playing with you and I loved being on the court with you. You just always brought that joy and that passion and that energy that I just love playing with. And I'm not kidding when I say that you give the best hugs in the game. You've just been such an amazing person, such a light in the team. And yeah, I just want to say that I will miss you a lot. I just wanted to tell you that you're such a great teammate. And it was really an honor to play 3 years with you in the same team. I would like to tell you that it was an unforgettable experience to play with you, share the court with you, and you were amazing teammate, amazing captain, and even more amazing person. I will never forget. Du hast echt viel in deinem Leben geschafft und ich bin mega, mega froh, ein Teil von deiner Karriere gewesen zu sein. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir zusammenzuspielen. Ich konnte echt viel von dir lernen. And you've had an amazing career and I hope to have half as good of a career as you do and follow in your footsteps. I'm very happy to have met you and to have played with you. I wish you a lot of health, that's the most important thing. And of course a lot of happiness and love. Ich beglückwünsche dich einfach zu so einer unglaublichen Karriere und wünsche dir einfach alles erdenklich Gute für deine After-Career-Zeit. Ich glaube, viele Leute und viele Fans sind jetzt sehr traurig, aber ich bin positiv, weil ich weiß, dass du deine sportliche Erfahrung und deine Begeisterung in eine andere Form umwandeln kannst und du bist bald wieder eine Leaderin und eine Kapitänin woanders. I think that no matter what kind of career you choose after volleyball, that you are going to be very successful at it. And that every person that gets to work with you is a very lucky person. Ich möchte mich für die letzten 2 Jahre bei dir bedanken. Die Arbeit mit dir hat so viel Spaß gemacht und du warst immer so fleißig, so professionell im Training. Und ich wünsche jedem Trainer so eine Spürerin zu haben. Marisha, hat sich sehr gefreut, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank für einen professionellen Ansatz. Wir sehen uns bei den Spielen. Ich wünsche dir einfach von Herzen alles Gute. Bleib uns in irgendeiner Form erhalten. Werd glücklich, genieße das Leben. Sei einfach fit, munter, happy und alles Gute. Ich hoffe einfach, dass dieser riesengroße Volleyball-Zirkus dich nicht komplett verliert und dass du für die Zukunft eine tolle neue Aufgabe findest. Fühl dich gedrückt, mach so weiter. Und es steht jederzeit in Hellerau die Tür für dich offen. Allerliebste Grüße. Ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen für die Zukunft, dass alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Und ja, vielen Dank und alles, alles Gute. Bleib gesund und ich würde mich immer freuen, dich wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute, Tino. Ich drücke dich ganz, ganz doll. And I love you. Bye. So, we love you. Für dich gedrückt, deine Emma. Big kiss and hug for you. Komm. Wir freuen uns schon, dich bald wiederzusehen. Tschüss. Bis bald.